Also mein Name ist Felix Campestrini, ich komme aus Brixen und habe hier an der Universität Unternehmensführung und Innovation studiert. Ich arbeite jetzt für die Athesia. Mein Tätigkeitsbereich umfasst ein breites Aufgabenspektrum. Ich bin dort Assistent des Geschäftsleiters, der für Druckereien zuständig ist. Die Athesia ist in mehreren Bereichen eingeteilt. Um das zu verstehen, einer ist der Chef für Druckereien und da bin ich der Assistent. Ich habe mich dann doch recht spontan angemeldet. Zu jener Zeit war ich ein Student an der Uni, war aber schon ein Praktikumsvertrag, also dieses Pflichtpraktikum musste ich absolvieren und dort wurde mir auch eine Fixanstellung geboten. Trotzdem wollte ich mir das Jobspeed Dating anschauen, weil es doch sehr interessant klang. Ich musste mich dann für 8 Unternehmen maximal entscheiden, damals standen glaube ich 26 zur Auswahl. Habe dann 5 Unternehmen für interessant empfunden und habe mich dort also eingeschrieben, um mich vorstellen zu dürfen. Ich habe mich für 5 Unternehmen eingeschrieben. Es ist dann relativ schnell alles. Man hatte nur 8 Minuten Zeit pro Unternehmen. Also ist hier schon sehr wichtig, dass der erste Eindruck sitzt. Darauf muss man sich konzentrieren, denn man kommt erst in der zweiten Phase in ein wirkliches Vorstellungsgespräch hinein. Von den 5 Unternehmen habe ich 3 kontaktiert, 2 schon die Woche darauf. Und zu denen wurde ich jeweils zu einem Forschungsgespräch eingeladen, wo ich auch zu beiden hingegangen bin. Man hat eine große Möglichkeit, einen Job zu finden. Wenn man das aber nicht gleich auf Anhieb schafft, dann hat man die Kontaktdaten des jeweiligen Unternehmens. Man ist dem Unternehmen bekannt, man hinterlegt ja das Curriculum und man kann in einem späteren Zeitpunkt auch noch kontaktiert werden, falls ein Job frei wird. Und auch sehr wichtig, man kann Erfahrung sammeln. Man tendiert ja sehr nervös zu sein bei Vorstellungsgesprächen. Und hier kann man es testen bei mehreren in einem Nachmittag. Und man kann so die Nervosität überwinden, vielleicht auch ablegen. Man kann lockerer werden. Also eine Übung ist es allemal. Erfahrung sammeln schadet ja nie.